Bei Factorio gab es drei Öfen. Es gab den normalen Steinofen, es gab den höherwertigeren Ofen und dann gab es nochmal einen Lichtbogenofen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory im Launched Rocket Mod. Jetzt musste ich tatsächlich nochmal rübergucken. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal schauen, wie er noch mal genau hieß. Der Factorio-Mod in Suchtis Factory. Und meine lieben Freunde, wir haben beim letzten Mal die neue Stufe freigeschaltet. Und ich habe ja hier schon meine Starterbase quasi aufgebaut. Meine Factorio-Startanlage mit den Basics. Und hier wird ja immer noch nach wie vor Forschung und so produziert. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, diese Anlage, so wie sie jetzt hier steht, erstmal stehen zu lassen und die neuen Geräte wie Assembler Stufe 2 und Steel Furnace jetzt hinter mir aufzubauen. Und ihr seht, was ich getan habe. Ich habe, wie man das ja in Factorio erstmal so am Start hat, ja, eine ebene Fläche aufgezogen. Ich weiß, in Factorio muss man keine ebene Fläche aufziehen. Da ist ja quasi alles. Ja, so mehr oder weniger eine ebene Fläche. Manchmal ist mal ein Stein oder eine Klippe im Weg oder eine Wasserfläche, aber prinzipiell ist es ja eben. Und das habe ich jetzt hier mal an den Start gebracht. Ich habe mal hier diese Betonflächen verteilt, damit wir mal ein bisschen Space haben, um mal auch ein paar größere Anlagen zu bauen, weil da unten ist man so eingecrampt irgendwie zwischen den Felsen und so. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so geil. Und deswegen, ich habe jetzt hier schon mal ein paar Assembling Machines Stufe 2 produziert und ich habe auch mal ein paar Steel Furnaces produziert. Und die Steel Furnaces brauchen Strom. Wir haben am Ende der letzten Folge schon mal ein weiteres Kohlekraftwerk noch gebaut. Oder Dampfkraftwerk ist es ja eigentlich bei Factorio. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen, dass wir hier noch weitere Produktionslinien bauen. Ich setze das hier jetzt mal so ein bisschen mehr so hier rüber. Wir nutzen mal ein bisschen mehr den Platz, aus dem wir haben. Hier können wir ja theoretisch noch weiter rüber bauen. Ich setze das jetzt mal hier so in die Mitte. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Foundation genau anfängt und aufhört. Das Muster ist mir gerade so ein bisschen nicht klar. Warte mal, ich will es schon gerne so gucken. Ja, ich will es schon gerne in die Mitte einer Foundation setzen, die Anlage, damit wir nicht hier jetzt, damit wir das so ein bisschen symmetrisch machen, genau. So, ich stelle die jetzt einfach mal hintereinander weg auf, ja. Genau. So, und die brauchen Strom, um zu laufen. Jetzt machen wir da erstmal, bevor wir irgendwas anderes machen, Steel. Nicht Steel, Iron meine ich, Iron Plates. Denn was wir jetzt vor allem schaffen sollten, lange Produktionsanlagen, also lange Strecken, Produktionsstrecken meine ich, die große Mengen an Grundgütern raushauen. Grundgütiger, ja. Damit wir aus diesen Grundgütern dann so Sachen automatisch bauen können, wie diese Assembler und die Assembling Stufe 2 Maschinen, denn die müssen wir ja dann benutzen für die Freischaltung auch. Und da brauchen wir ja auch immer mehr. Das heißt, wenn ich die dann im Inventar mache oder an der Werkbank, dann dauert das ewig. Und wir werden auch jetzt mehr Stapler und so benutzen für Förderbänder. Wir werden jetzt schauen, dass wir die Strecken, die Produktionsstrecken, dass wir die übereinander stapeln sozusagen. Also wir nutzen jetzt quasi die Eigenschaften von Saatis aus, dass wir Dinge übereinander packen können. Nicht genügend Schreiraum? Warum ist hier nicht genügend Schreiraum? Ich wollte gerade sagen, da muss doch eigentlich Schreiraum sein. Genau. Nice, genau, dass wir das jetzt so machen. Wieder ein Arm pro Ressource. Und alle zwei Anlagen, zwei Arme. Zwei Arme für zwei Anlagen. Vier Fäuste für ein Halleluja. Genau, und dann läuft das hoffentlich. Ich bin mal gespannt, wie schnell die Dinger dann jetzt sind. Wenn die dann Zeug produzieren. So, das hier wird dann unser Eisenband entsprechen. Bestimmt müssen wir da dann auch schon die nächste Bandstufe benutzen. Die nächste Geschwindigkeit, wenn wir das jetzt so lang bauen. Und bestimmt reicht die Menge der Ressourcenquellen jetzt nicht aus. Da müssen wir bestimmt noch was andengeln. Wir haben hier, wie gesagt, ganz viele Quellen am Start, die wir ausbeuten können. Eisen und Kohle. Eine Kohlequelle haben wir da hinten noch irgendwo. Die müssen wir mal gleich benutzen am besten. Weil irgendwie glaube ich, wenn wir jetzt die nochmal anzapfen, wir haben die jetzt schon angezapft für Strom und für Produktion und so. Wenn wir da zu viel abzapfen, dann läuft die irgendwann nicht mehr durch. Und dann kriegen wir nicht mehr genug Strom. Deswegen würde ich jetzt lieber nochmal eine neue Kohlequelle benutzen hier für den Spaß. Genau, dass wir das jetzt so machen, ja.
Dann können die Arme sich unten das Eisen wegnehmen und oben können sie sich die Kohle dann wegnehmen. Oder umgekehrt, je nachdem, wie wir es jetzt aufteilen. So, jetzt gucke ich nochmal. Jetzt müssen wir. Ich habe schon Förderanlagen gebaut, damit das schneller geht. Ich muss nur schauen, dass ich mir jetzt nichts breche, wenn ich hier runterfalle. Alles gut. So, wo haben wir jetzt noch Eisen? Jetzt müssen wir mal gucken. Eisen, Eisen, Eisen. Eisenerz. Ah, direkt hier neben. Ja, okay, das ist die, die wir schon haben. Aber hier vorne müsste noch irgendwo eine sein. Und da hinten ist auch noch eine. Gucken wir mal, welche jetzt besser ist. Ja, hier seht ihr, habe ich teilweise ein bisschen schlampig gebaut. Aber ist ja egal, sieht ja keiner von unten, nur wenn ich hier rumlaufe. Ah, da ist der kleine Vogel. Kann ich hier überhaupt jetzt bauen? Mina MK3, genau. Scheiße, geht nicht. Warte, wenn ich da oben das Deck mache. Das ist halt jetzt der Nachteil. Ich bin schon an die höchste Düne gegangen, ja. Ich bin schon an die höchste Düne gegangen und habe da die Fläche aufgezogen. Aber, ah, da geht's, okay. Aber es ist eben nicht so einfach, weil ich glaube, wenn wir es andersrum... Nee, nee. Wenn wir das wegmachen, können wir dann einen Lift hochziehen, genau, so. Dann lasse ich es einfach von der anderen Seite dann kommen. Was mir richtig fehlt, ist das Jetpack teilweise. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ey, ich bin das so gewöhnt bei Saat, das einfach mit dem Jetpack irgendwo hochzufliegen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Factorio-Mod überhaupt kriege. Weil in Factorio gibt es ja eigentlich kein Jetpack, ne? Wenn man es so betrachtet, dürfte ich das eigentlich nicht bekommen. An sich. Ich habe nicht genug Draht. Ich muss vielleicht mal direkt nochmal Draht machen. Eigentlich dürfte ich kein Jetpack kriegen. Werde ich verfolgt? Nee. Manchmal werde ich hier verfolgt, manchmal wie das Stalker. Sind die nicht einfach doppelt so schnell? 30 Eisen in einem Durchgang stand da eben zumindest. Kann sein, dass die doppelt so schnell sind, ja. Das heißt aber trotzdem, dass wir mehr Zeug brauchen auf jeden Fall. Warte, weil da können sie ja in derselben Zeit mehr verarbeiten sozusagen. Ich hatte ja hier eine Drahtproduktion für die Platine. Da müsste vielleicht sogar was aufgestaut sein. Da nehme ich mir dann nämlich schnell mal was raus. Muss ich das nicht selber machen hier. Ja, gut, gestaut ist jetzt das nicht unbedingt, aber egal. Ich schnapp mir das jetzt einfach mal. Es scheint ja auszureichen da. Die Platinen stauen sich, glaube ich. Das heißt, der Draht wird nicht unbedingt in so großer Menge gebraucht. Genau, dann schließen wir mal den Strom an, weil ihr seht es nämlich hier, die Anlagen hier, die laufen eigentlich recht zuverlässig durch, bis auf die zwei hier. Was ist hier los? Ah ja, dann nehme ich mir da auch gleich mal die Kupferplatten noch raus. Hier wird irgendwie nicht abgeführt. Ah, ist vollgelaufen. Aber die Forschung läuft trotzdem weiter. Ja, die läuft, da ist grün. Solange die Forschung grün ist, alles gut. Aber wir könnten eigentlich, warte mal, wo ich gerade hier so rumlaufe. Wir machen jetzt mal was. Wir stellen jetzt hier mal einen Assembler Stufe 2 auf. Oh. Der hat ja Flüssigkeitseingänge. Warte mal, das will ich mal kurz... Wieso hat der Flüssigkeitseingänge? Ist das so wie bei Factorio, dass die bei Bedarf auch Flüssigkeit aufnehmen können? Warte mal. Irgendwie war da... Da war doch gerade ein Eingang, oder nicht? Ich bin noch nicht bescheuert. Der ist blau. Aber es ist tatsächlich... Wie geil. Es ist wie bei Factorio. Es ist nicht ganz wie bei Factorio. Bei Factorio kannst du die noch verändern, die Position, wo der Eingang ist. Aber ich finde es geil. Es ist... Man hat es versucht, so zu emulieren, wie es bei Factorio ist, dass die höherstufigen Anlagen auch Flüssigkeit verarbeiten können gleichzeitig. Also, dass du in den Assemblern halt entsprechend Flüssigkeit... Ja, du musst es nicht, wie gesagt, aber du kannst es halt. Deswegen können wir das, glaube ich, erstmal ignorieren, weil ich glaube, für das Rezept... Wir wollen jetzt ja hier grüne Forschung verarbeiten. Genau. Und das geht ja dann hier drin schneller, glaube ich, als wie wenn wir das in der normalen Anlage machen. Weil das ist ja, glaube ich, auch der Clou bei Factorio, dass die höherstufigen Anlagen dann schneller sind. Und deswegen würde ich das jetzt hier mal einfach machen, dass wir einfach mal noch eine dazustellen, weil grüne Forschung haben wir noch nicht... Da kriegen wir noch nicht so viel. Und das Ding ist nämlich, wenn ich die anderen, die jetzt schon dastehen, wenn ich die jetzt ersetze durch die hochstufigen Anlagen, dann stürzt mir das Spiel ab, weil ich muss vorher die Arme auch nochmal entfernen. Denn die Arme haben nämlich sonst kein Ziel mehr, das sie anvisieren können, ja. Und das ist schlecht. Und deswegen mache ich das jetzt hier direkt daneben. So, und damit wir das wieder so spacen, wie wir das bei den anderen Anlagen gespaced haben, stelle ich jetzt die Arme hier hin. So, schön nebeneinander, genau. Und dann können wir das hier noch ein bisschen weiterziehen.
Ja, mach mal. Mach mal, mach mal. Ja, hier ist jetzt nämlich gleich auch die Quelle im Weg. Da müssen wir das dann eh umlotsen. Dann machen wir gleich noch eine daneben. Komm, was soll denn der Geiz hier? Was soll denn der Geiz hier? So, jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal brauchen die Arme natürlich Stromo. Und wir müssen das Rezept auswählen. Grüne Forschung. Hier ist es schon. So, das war jetzt Arme und genau, Bild hier. Genau, da müssen wir jetzt mal schauen. Drop und Drop. Und ich sage jetzt einfach mal hier Grab. Okay, das sind die Förderbänder, die jetzt hier von dem Arm reingefüllt werden. So, jetzt sage ich hier Drop, Drop. Ja, sehr gut. Hier hat er die Arme. Wunderbar. Geil. Läuft, 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 läuft. Strom brauchen wir, glaube ich, noch. Oder? Ja. Der hat anscheinend schon. Oder auch nicht. Hä, wieso konnte ich jetzt von dem zu dem, aber nicht von dem zu dem, aber dann von dem zu dem und von dem zu dem? Egal. Ich muss nicht alles verstehen, was hier passiert. Jawohl, guckt euch mal an, wie schnell das geht. Vergleich, ja? Assembler Stufe 2. Okay. Gefühlt geht das hier genauso schnell. Hä? Nee, nee, es geht ein bisschen schneller. Ja, 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 es geht ein bisschen schneller. Es ist aber bei der Prozentzahl... Ja, ja, guck mal, hier unten steht es doch. 12 Sekunden braucht der hier. Und der andere braucht... Es steht ja da, Leute. Und der andere braucht 8 Sekunden. Ja, ist halt ein bisschen... Eine Idee schneller ist es. Dann machen wir hier doch gleich mal noch einen Arm hin, der uns das dann rausholt. Ich fürchte natürlich, es wird jetzt so sein, dass die... Ressourcenmenge, also dass die Armanzahl wieder nicht reicht. So, warte. Das ist dann entsprechend Drop und Grab, Grab. Drop und Grab, Grab. Nice. Jawohl, da wird das nämlich auch rausgeholt. Hauptsache, die blauen Anlagen laufen erstmal durch. Wenn die hier mal stillstehen. Ich meine, ich kann ja das so machen, dass ich, wenn die hier zum Beispiel nicht mehr genug Zeug kriegt, weil... die da hinten alles weglutschen, kann ich die ja hier dann löschen. Und theoretisch durch eine Anlage ersetzen, die mehr Arme und oder Förderbänder, je nachdem, was dann halt fehlt, produziert. Das ist, glaube ich, der Plan. Das sieht auch geil aus. Blaue Anlagen, meine lieben Freunde. Wir bauen uns die Schlumpffabrik. Nicht schlecht. Es ist soweit. Die nächste Stufe in der Factorio Mod. Nice. So, und dann lasst uns mal trotzdem hier hinten noch weitermachen. Wie gesagt, da bauen wir jetzt die neue Rohstoffproduktion auf. Da können wir jetzt schon mal loslegen. Ich wollte ja hier noch die Leitung anschließen. Stimmt, stimmt, stimmt. Warte, warte, warte. Wir haben ja hier noch einen Mast. Nice. So, jetzt haben die schon mal Strom. Beziehungsweise die Förderanlage. Ja, ist grün geworden. Nice. Weißt du was? Wenn ich schon mal hier bin... kann ich hier auch gleich noch einen Mina MK3 draufstellen. Denn dann haben wir nämlich auch gleich Kupfer. Ah nein. Geh weg. Lass mich. Nein. Nein. Hör auf. Schleich dich. Ich will nichts von dir. Geh weg. Bleib am Mast hängen. Scheiße, 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 scheiße. Ah. Ah. Toro, Toro. Yay. Toro, Toro. Oh, oh, scheiße. Aua, aua. Schnell hier hoch. Gott. Wow. Lach, lach, lach. Hier kommst du nicht hoch. Warte, warte, warte. Jetzt. Jetzt gebe ich dir das wieder hier. Pass mal auf. Ja, jetzt läufst du weg, ha? Fühlst dich plötzlich nicht mehr so groß, hä? Kleines Schweinchen. Lassen wir den mal in Ruhe jetzt. So, warte jetzt. Ich hole mir jetzt das Band von hier hinten erstmal mit dem Eisen. Und dann müssen wir noch die Kohlequelle noch anzapfen. Sei jetzt wieder vergessen. Der arme Bär wird gejagt. Ja, ständig werde ich hier gejagt. Gehetzt und gejagt werde ich hier die ganze Zeit. So. Genau. Zieh das mal hier hin. Nein, scheiße, ich habe nicht genug Bänder. Ich muss noch mal Bänder holen gleich. Moment. Mach erst mal jetzt so. Bänder. Nimm mal das Ding aus der Hand. Immer umklammer ich mein Ding. Das geht doch nicht.
Spendersalat, ja. Aber der Vorteil ist, dass ich diesen ganzen Schnodder schon vorbereitet habe. Hier den ganzen Schnodder im Sinne von Förderer und so. Nur die Bänder habe ich vergessen. Aber da kann ich ja welche rausholen hier. Das ist ja das Geile. Ich habe ja hier die Anlage, die für die Forschung jetzt Bänder produziert. Und das war ja noch ein Überschuss. Mal gucken, wie viel Überschuss da jetzt noch drin ist. Oder ob es jetzt schon weniger geworden ist wegen den Anlagen, wegen dem Blauen. Es ist schon ein ganz schön aggressives Blau, wenn ich das mal sagen darf. Diese Farbe ist schon ganz schön krass. Nee, ist immer noch zu viel. Guckt mal, nice. Dann nehme ich gleich zwei Stacks. Und vielleicht noch ein paar Platten? Weil Platten braucht man ja zum Förderbandbau auch lustigerweise. Warte. Oh, Platten. Ja, Platten sind ganz schön mager hier. Da ist nicht mehr. Aber da kann, hier hinten müsste sich eigentlich was stauen, warte. Die Anlagen sehen aber sehr rostig aus. Das ist Stein tatsächlich. Das ist kein Rost. Sieht nur so aus. Sieht nur so leicht danach aus, als wenn das Rost wäre. Aber ist Stein. Soll Stein darstellen, tatsächlich. Wie gesagt. Bei Factorio fängt man ja auch mit Steinöfen an. Ich hätte es aber tatsächlich gefeiert, wenn die Textur ein bisschen... Also generell würde ich es ein bisschen mehr feiern, wenn die Modelle... Weil ich glaube, das, was jetzt hier zu sehen ist, korrigiert mich, wenn ich mich täusche oder falsch liege. Aber das sieht aus wie das Modell vom Biomassereaktor, was einfach nur eine andere Textur gekriegt hat. Ich würde es feiern, wenn es einfach ein komplett neues Modell wäre, was so pyramidenartig aussieht, wie dieser Anfangsofen bei Factorio, ne? Da ist ja auch so eine Pyramide eigentlich mehr so. So eine leichte Pyramide mit so einem Sichtfenster vorne dran, so, dass du siehst, dass er an ist. Dass man dann so die Glut auch sieht. Das wäre cool. Ich weiß, das ist natürlich aufwendiger, als einfach nur die Textur auf einem vorhandenen Objekt auszutauschen. Aber ich würde es trotzdem irgendwie feiern, wenn das ein bisschen anders noch wäre. So, wir nehmen mal hier jetzt das Eisen hin. Mal gucken, ob ich es hinkriege, diese Linie hier noch anzuwerfen. Die Arme müssen wir dann auch noch konfigurieren. Das ist ja auch, nur die Textur ist geändert. Genau. Es wäre halt echt mega cool, wenn der Modder oder die Modder, ich weiß jetzt nicht, ob es mehrere sind oder einer, wenn die sich vielleicht da nochmal ein paar Objekte entweder modellieren lassen oder selber modellieren. Ich weiß, es ist mal so eine Sache, wenn man bei Mods so eine Ansprüche stellt, ne? Ich weiß, aber ich fände es irgendwie cool, weil die Arme sind ja schon cool eigentlich. Die Arme stehen halt so ein bisschen so im Kontrast in Sachen Coolness zu den anderen Elementen der Mod irgendwie. Also die anderen Elemente der Mod, die funktionieren zwar so wie in Factorio, sehen aber nicht so aus. Und man hat sich schon natürlich auch Mühe gegeben, den Progress aus Factorio so ein bisschen auch umzusetzen. Aber ich fände es noch geiler, wenn halt auch die... Also wenn das Aussehen halt auch so wäre wie in Factorio. Also wenn es wirklich so aussieht. Nur einer, der daran arbeitet. Okay, ja, dann kann ich das aber nachvollziehen, dass der jetzt nicht sofort sagt, ja, jetzt mache ich hier noch die krassen Modelle und so. Weil es ist ja schon aufwendig. Also das auch zu modellieren. Und wenn dann auch noch... Ach nee, komm. Wenn dann auch noch animierte Texturen dazukommen und sowas, ne? Muss man... Nein! Es sind zwei! Oh, scheiße! Ich muss erst mal die Nasenzapfen hier loswerden. Schnell wieder hoch. Ich habe halt noch keine Schusswaffe gemacht, aber ich glaube, ich könnte theoretisch schon eine machen, aber nur so eine Bimbelschusswaffe. Ich habe ja Militär jetzt noch nicht freigeschaltet, das kommt jetzt ja erst. Jetzt mache ich dich platt. Hehehe. Ja! Schön auch ins Gesicht schlagen. Nach dem Sterben, hervorragend. So, weg. Hier war Kohle, genau. Nice, wusste ich doch. Mein Gehirn hat mich nicht im Stich gelassen. So, warte, jetzt muss ich erstmal Strom holen. Hatte ich hier noch irgendwo einen Mast hier hinter? Nee. Da hinten ist einer. Komme ich so weit? Leitung zu lang, okay. Bis hierhin aber. Ja. Und dann ran da. Und dann mal gleich einen Lift hinmachen. Und dann mit dem Band rüber. Müssen ja nur da hinten hin. Das sollte ja gehen. Das sollten wir hinkriegen, würde ich jetzt mal sagen. Zack. Von einer Düne zur anderen.
So. Genau, so das Eisen kommt ja von da links. Dann lassen wir mal hier mit einem Lift das Ganze einfach da reinrutschen. Ist doch Kohle hier, oder? Das sieht so hell aus. Nee, ist okay. Scheiße. Bisschen zu kurz. Der Spaß. Spaß zu kurz. Und rein damit. Wunderbar. Es läuft. Die Arme sind von jemand anderem. Genau, das hatte ich auch so mitbekommen. Die Arme waren ursprünglich mal ein anderer Mod, der in diesen Mod einfach übernommen wurde irgendwie. Was eigentlich eine clevere Lösung ist, ne? Solange die alle das cool finden untereinander, dass die das sich so ergänzen, dann ist das ja nice eigentlich. Ich weiß, ich hoffe, dass es so ist. Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht, was hinter den Kulissen los ist oder so. Aber ja, genau. An sich eigentlich nice. So, jetzt zwack ich mir hier mal. Ich zwack mir hier mal einen Mast ab. Und stell mal hier was hin. Damit wir hier auch mal die Anlagen gleich noch bestromen können. Wir müssen das alles bestromen. Oder? Ach nee, müssen wir nicht. Guck mal. Sicher? Ich dachte, man muss da Strom anschließen. Aber ist anscheinend nicht so. Aber muss ja trotzdem schneller gehen eigentlich. Egal. Genau. Drop. Und Grab. Eisen, genau. Sehr schön. So, und beim anderen Arm müssen wir jetzt eingeben. Natürlich auch wieder Drop. Aber beim anderen Band, Grab. Nein, 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 nicht Eisen. Du sollst Kohle machen, genau. Genau, der eine macht Eisen, der andere macht Kohle. Same procedure as last year. Grab. Und du machst das auch. Drop und Drop. Und Grab. Kohle. Jawohl. Kohle und Eisen. Sehr schön. So, da kann das hier nämlich schon mal laufen. Wie schnell geht das jetzt hier? Achso, ist noch nicht angelaufen. Der ist auch noch nicht angelaufen. Der auch noch nicht. Okay, das dauert einen Moment. Dann können wir ja hier schon mal die Abfuhr einstellen. Warte mal, dann macht das hier wieder so, dass... Oh, den einen hier habe ich ein bisschen weit auseinander... ist egal. Ist wurscht. Nee, warte, so nicht. So wollen wir das machen. Genau. Pro zwei Anlagen, ein Arm. Mal sehen, wie schnell die sind. 48 Sekunden. Ich kann es ja ablesen. 48 Sekunden. Und die anderen, die Standardöfen, die waren wie schnell? Hä? Auch 48 Sekunden? Jetzt bin ich auch verwirrt. Oder kommt hier mehr raus? 37,5. Aber hier war jetzt wie viel? 18. Nee, 8, ja doch, 18. Okay. Dann kommt bei den Anlagen mehr raus pro Minute. Okay. Geht genauso schnell, aber es kommt mehr raus. Verstehe. Alles gut. Aber trotzdem ohne Strom. Okay. Ich dachte, das wäre schon so der Lichtbogenofen quasi. Also warte, hier müssen wir ja das Build Storage Chest müssen wir ja benutzen. Die Frage ist, kommen die jetzt da noch ran? Sonst mache ich das jetzt einfach so, dass ich hier diesen Build Storage Chest hinstelle. Und hier dann auch noch einen. Und dann hat jeder seinen eigenen Chest, in den er das reinpacken kann. Weil sonst kriege ich das ja nicht aufs Band. Da muss ich nochmal schnell einen machen. Weiß der Bär schon, dass sein Video auf der Mod-Info verlinkt ist? Echt? Das ist ja krass. Da ist er aber schnell gewesen, der Modder. Nicht schlecht. Ja, vielen Dank an der Stelle. Das freut mich. Das war nicht die Intention auf jeden Fall, aber nett auf jeden Fall. Dankeschön. So, jetzt wollte ich mal gucken. Was wollte ich jetzt gucken? Ah ja, genau. Ich wollte Dings machen. Ne, hier, Storisch. Sag ich doch, brauchen keinen Strom. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. War das nicht bei Factorio? Ach nee, doch, warte mal. Es gab, Moment, bei Factorio. Ich habe mich falsch erinnert, genau. Bei Factorio gab es drei Öfen. Es gab den normalen Steinofen. Es gab den höherwertigeren Ofen. Und dann gab es nochmal einen Lichtbogenofen. Der Lichtbogenofen kam später dann noch. Und der lief mit Strom.
Oder? Der lief aber mit Strom. Da bin ich mir sicher, dass der Lichtbogenofen... das ist nicht der Lichtbogenofen. Das ist quasi der, der nach dem Steinofen in Factorio kommt. Ja, jetzt... Ah, da sieht man mal wieder, dass ich Factorio wieder schon wieder lange nicht gespielt habe, würde ich mal sagen. Oder? Weil keine Zeit und so. Dann passt das, genau. So, jetzt müssen wir... Ja, jetzt müssen wir hier wieder einstellen. Ja, bababa. Grab und grab. Und drop. Und jetzt ist es auf dem Band. Hervorragend. Und selbige... Drop und Grab und Grab. Sauber. Und damit haben wir immerhin schon mal eine Plattenproduktion, die jetzt ja schon... Also quasi ein Ofen von denen hier produziert so viel wie zwei Steinöfen. Das heißt, wir haben jetzt hier im Grunde die Produktion von 8 Steinöfen. Das heißt, das ist im Grunde schon... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, schon die ganze Reihe da hinten haben wir eigentlich schon ersetzt jetzt. Wenn wir das jetzt nochmal verdoppeln würden, könnten wir im Grunde die komplette Reihe da ersetzen. Nicht schlecht. Das ist gut, weil das brauchen wir auch. Wir brauchen so viele Platten. Weil wenn wir jetzt die Assembling Machines, wenn wir die jetzt herstellen wollen... Für die Forschung und so. Da braucht man sehr viele Platinen, Zahnräder. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Auf jeden Fall Zeug. Ganz viel Zeug. Bau dir doch eine zweite Werkbank. Ja, das stimmt wohl. Muss ich mal machen. Ja, jetzt will ich erstmal gucken, was brauche ich nochmal hierfür. Ich brauche. Genau. Stimmt, ich muss ja erstmal die Dinger hier machen. Also auf jeden Fall, so oder so, wir brauchen auf jeden Fall noch eine größere Platinenproduktion. Das müssen wir unbedingt machen. Ohne die läuft gar nichts. Also auch Draht brauchen wir, Kupferplatten. Genau, Eisenplatten, Kupferplatten, ganz viel. Da kann ich gleich nochmal ein Steel Furnace machen eigentlich. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Denn das reicht noch lange nicht, was wir hier haben. Jetzt hole ich nochmal hier die Steine und nochmal Stahl. Stahl, stimmt, wird noch nicht automatisch rausgeholt. Den muss ich selber rausfrickeln, deswegen muss ich da immer mal was rauszuzeln hier. Guck mal. Zack. 10, oder? Ja, ich würde einfach sagen, ich gucke da gar nicht so sehr auf die Anzahl. Ich versuche einfach, möglichst viele Schmelzen da oben aufzustellen, damit wir einen riesigen Überschuss erstmal generieren. Wahrscheinlich müssen wir dafür nochmal ein Kohlekraftwerk bauen auch, damit wir das, damit wir die Arme halt versorgen können. Wir brauchen ja Strom. Aber an sich sollte das eigentlich dann erstmal ausreichen. Hauptsache, wir haben erstmal genug Output. 390 Forschung. Weißt du was? Damit ich mehr Platz habe, packe ich mal die Forschung jetzt hier in die Kisten mit rein. Die wird ja eh nicht voll laufen. Also. Sonst habe ich das die ganze Zeit im Inventar. Ich brauche es ja erst, wenn ich es freischalte. Wenn ich es freischalten will, deswegen muss ich es ja jetzt nicht die ganze Zeit mit mir rumtragen. Nicht wahr? So. Tatsache: Knock Inserter Demonstration. Gift von dir. Video bei Spielwehr. Krass. Okay. Ha, dankeschön. Kann man das so als Demonstrationsvideo so zeigen, ja? Was ich da so gemacht habe? Ist das okay so, ja? Na, immerhin. Das freut mich. Und das, obwohl ich nicht Englisch spreche. Weil normalerweise diese Demonstrationsvideos sind ja eigentlich immer Englisch. So, dass jeder das auch versteht, was da passiert. Ist das ein Deutscher? Der die Mod macht? Scheint ja fast so, wa? So, was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte noch mehr Öfen aufstellen. Ich springe ja ganz durcheinander hier plötzlich. Wir müssen jetzt hier richtig übertreiben. Nice. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Aber ich sehe schon, da kommt schon wieder nicht genug Eisen. Ah, das wollte ich noch machen. Das ist übrigens ein Trick. Pass auf jetzt. Jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt richtig hart der Trick. Wir können... Wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen Kupfer holen. Wenn wir uns jetzt noch mal hier bei der Quelle hier hinten ein bisschen Kupfer abholen. Die Übertaktung in der MAM freischalten. Und zwar unter dem normalen Strang Satisfactory Forschung. Denn das kostet nicht viel. Das kostet nur 50 Draht, 50 Stangen und 50 Platten. Und das meiste davon haben wir sogar noch. Das heißt, wir brauchen jetzt nur mal noch ein bisschen Kupfer hier. Damit wir noch ein bisschen mehr... Ich glaube, ich habe nur 48 Draht oder so gehabt.
Und damit wir da jetzt noch mal ein bisschen mehr machen können, nehmen wir uns jetzt mal hier dieses Erz. Oh Gott, scheiße. Nein, 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 du schon wieder. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg. Toro, Toro, hey, Toro. Olle, olle. Samba, Samba. Ah, scheiße. Na gut, wie ich ausweichen kann. Katzenhaft, nicht wahr? Nicht schlecht. Ich bin der katzenhafteste Bär, der je auf der Erde gewandelt ist. Genau. Wir machen uns jetzt Draht. Kann ich ja hier direkt machen. Normalen Saatesdraht. Erstmal Barren, genau. Und dann machen wir uns normalen Saatesdraht. Und dann holen wir uns noch die Stangen und Platten aus der Kiste raus, die wir ja gebunkert haben. Nein, nicht zumachen. So. Und dann schalten wir mal die Übertaktung frei, weil hier sind nämlich ganz viele Schnecken in der Gegend, die wir benutzen können, um mal die Quellen zu übertakten. Da haben wir da schon mal mehr Output und müssen nicht so viel jetzt da anschließen. Nicht so viel bauen halt. Voll Parkour-mäßig, wie ich das gemacht habe. So, warte. Das. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich... Brauchte ich Zement auch nicht. Ich glaube, ich brauchte wirklich nur Stangen, Draht und Platten. Gucken wir mal. Energieschnecken. Genau. Ah, das dauert sogar 5 Minuten. Siehst du mal. Hier, warte mal. Wir können ja mal suchen. Ah, okay. Nee, ach nee, das ist der Scan. Genau. Gelbe Energiefragmente. Ah, okay. Die müssen wir eigentlich noch auch noch freischalten. Das wäre ganz gut. Also mehr Kabel, mehr Saateskabel, verstärkte Eisenplatten. Müssen wir ja nur einmal machen, wie gesagt. Aber die normalen müssen wir schon herstellen können aus grünen Stecken eigentlich. Ich kann ja mal hier eine grüne Schnecke aufsammeln. Die sind ja genug im Wald. Ich sehe es ja hier überall leuchten eigentlich. Überall auf den... Baumspitzen sah ich grüne Energieschnecken sitzen. Leichtfüßig wie eine Elfe schwebt Spielbär über die Map. Ja. Und dann so eine komische Zirkusmusik und ich roll einfach so wie so ein Stein purzelig hin und her. Herrlich. Auf den Kopf, Überschlag, Purzelbaum, auf die Fresse fallen. Genau so. Hauptsache, ich komme vorwärts. So, warte. Da hinten ist eine Schnecke. Da ist eine grüne Schnecke in der Spalte. Da ist auch eine. Ich hole mir gleich auch noch die Schnecke aus der Spalte. Ich höre hier schon wieder irgendwas knurren im Unterholz. Ah, nein. Schleicht euch. Ich will nur die Schnecke. Ah! Okay, ja, egal. Dann hole ich mir erst die aus der Spalte raus. Ich kann das. Nein! Warum? Warum sind da hässliche Viecher? Moment. Gib mir mal hier irgendwie meinen Schwengel in die Hand. Ich muss die dann wegschocken, die Kackviecher. Oh Gott. Das mit dem Standard-Schockstab. Okay, die habe ich. Aua. Kleines Schweinchen, du. Hässliche Kackfliege. Wo ist die andere? Ah! Oh Gott. Hey, das ging sogar besser als mit dem Großen irgendwie. Boah, da kriegt gleich die Laserstrahlen von der Schnecke ins Gesicht. Ins Gesicht, guck mal, da haben wir gleich die erste. Gleich mal einen Schad, den wir reinstopfen können. War hier nicht hinter dem Wasserfall irgendwie auch eine? Hinter irgendeinem Wasserfall war, glaube ich, noch eine Schnecke. Man kann da auch ohne Jetpack hoch, aber fragt mich nicht wie, ey. Da muss man irgendwie improvisieren oder sich hochbauen. Hochbauen geht ja immer, aber... Ist hier eine noch oben drauf? Warte mal, hier ist, glaube ich, auch noch eine. Ach nee, ist eine Mercer-Sphäre. Die wollen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Ich glaube, eine hatte ich hier sogar schon mal aufgehoben. Die war hier direkt am Strand. Ich will mal gucken, ob ich jetzt da die eine auf dem Stein noch kriege. Komm schon. Du kannst Leitern bauen. Ja, stimmt. Guter Hinweis. Ich töte dich. Ich töte dich. Ich töte dich. Komm her. Ich töte dich. Ja, haha. Warte mal, ich muss mir mal kurz meine Nüsse in den Mund stecken. Hallo? Klicken geht wieder nicht.
Ja, los, steck's rein in den Mund. Wie lange muss ich denn hier warten, bis du das mal machst? That's what she said. Egal. Ha, la, 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 la. Schnecke in die Hand. Du kannst dir schon eine Waffe mit Munition herstellen. Ja, stimmt. Muss ich mal machen. Aber ich will mir eigentlich gleich die Submaschinengun machen. Wenn ich schon eine Waffe habe. Dann wenigstens gleich die Submaschinengun. Wenn ich die dann gleich freigeschaltet habe. Habe ich mir so gedacht. Habe ich mir so vorgestellt. Jetzt mache ich mir erstmal die Shards. Gott, diese kleinen Mücken jetzt, die jetzt hier immer rumfliegen. Wie Xena, nur anders. Ich bin besonders. Leichtfüßig. Lach, lach, lach. Ach so, ich sollte mir die Werkbank einfach irgendwo anders denn noch bauen. Ja, mache ich alles noch. Sekunde. Ich brauche Shards. Hier, Fragmente. Zwei Stück. Da lasst uns gleich mal die Eisenquelle da hinten bei den Hochöfen übertakten. Bei den Stahlöfen. Das ist jetzt so der Trick, ja. Einfach übertakten. Weil die Quellen sind nun mal nur normale Saatesquellen. Ne? Aber eigentlich bräuchte man ja diese riesigen Felder an Zeug aus Factorio, die man ja hier nicht hat. Da hat auch einer lustig argumentiert in den Kommentaren, eigentlich sind ja die Quellen in Factorio unendlich. Und da ist die Übertaktungsmöglichkeit durch. Eigentlich sind ja die Quellen in Factorio unendlich, weil bei Factorio kann man ja theoretisch immer weiterlaufen, immer neue Quellen finden. Und bei Saatis ist die Menge, die maximale Menge begrenzt. Bei Factorio nicht. Ist eine interessante Sichtweise eigentlich. Ah, okay, das funktioniert trotzdem nicht. Oder ich muss erst mal, warte. Ah, scheiße. Moment. Wenn ich jetzt nochmal an die Map... Vielleicht muss ich das noch bestätigen. Sonst wird das nicht gemacht. Oder es geht nicht mit den Factorio-Dingern. Vielleicht geht das nur mit den normalen Saatis-Förderern, dass man die übertakten kann. Wäre natürlich jetzt so eine Bank, ne? Bestätigen. So, geht das jetzt? Spieler verbessert. Nice. Gebäude können nun mit Energiefragmenten übertaktet werden. Ah, jetzt geht's. Rein damit. Bam. Übertaktung am Start. Aber irgendwie... Ist das wirklich mehr jetzt? Warte mal ganz kurz. Mal kurz nochmal rausnehmen. Ja, ist mehr. Okay. War mir gerade nicht sicher. Aber alles gut. Es funktioniert wie es soll. Neues. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt, den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.